Aktuell sind es offensichtlich die Asiaten, die das Rennen machen. Wir haben es gesehen, der Shanghai-Index, der ist ja heute schon hochgegangen nach den starken Außenhandelszahlen aus China. Die sind nämlich deutlich nochmal gestiegen und sind ein Hinweis darauf, dass tatsächlich China seine Vormachtstellung oder seine fortwährenden Außenhandelsaktivitäten weiter ausbaut. Wir dürfen nicht vergessen, die Chinesen sind da einigermaßen stolz drauf, dass sie sagen können, haha, inzwischen sind es über 100 Länder, bei denen wir der wichtigste Handelspartner sind. Wir wollen mal gucken, wohin das Ganze führt. Viele denken da, naja, Amerika ist doch unser großer Partner, aber das Bild scheint sich im Moment ein bisschen zu drehen. Aber die noch wichtigere Rolle spielen aktuell die Japaner und da spielt wie immer das liebe und das vor allen Dingen freie und einfache Geld eine ganz große Rolle. Wir haben es gehört, Suga will zurücktreten, nicht nur als Vorsitz von der LDP, sondern natürlich dementsprechend auch für den nächsten Premierminister nicht mehr bereitstehen. Da wird es einen Nachfolger geben und da gibt es ein paar, die dafür in Frage kommen. Kishida beispielsweise, der sofort gesagt hat, hier, ich stelle mich sofort als Kandidat auf, lass mich dann entsprechend wählen. Der hat gesagt, wenn ihr mich wählt, dann gibt es richtig viel Geld in den Markt. Also da soll eine große Summe fließen, Riesenbeträge einfach in die Wirtschaft fließen als Stimulus sozusagen, wobei dann auch schon Parteimitglieder gesagt haben, ranghohe, naja, dann müssen wir auch erstmal gucken, wohin das Geld und woher das Geld kommt, wohin das Geld gehen soll. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Die Japaner übrigens, die sind gar nicht so eindeutig für Kishida. Im Gegenteil, da gibt es ganz andere Kandidaten. Kono ist zum Beispiel jemand, der da sehr weit oben steht, nämlich mit nur 58 Jahren zählt er zu den jüngeren Vertretern dort in der Politik, die japanische Politikriege, die Obersten, die sind nun mal typischerweise sehr alt. Das hat das mit dem Kohai-Senpai-System natürlich auch zu tun. Alter spielt dort eine gewisse Rolle und ist ein Hilfsmittel, um gewählt zu werden, zumindest mal innerhalb der Parteien. Das sehen die Japaner allerdings aktuell nicht ganz so easy, denn sie sagen, oh, wir wollen mal irgendwas Frischeres, was Jüngeres. Und da hat sich Kono eigentlich ganz gut bewiesen in der Vergangenheit, zumindest auch mal was so das Corona-Management angeht, traut man ihm da viel mehr zu. Ich denke mal, auch ihm gegenüber wird man wohl offen sein, was so Stimuluszahlungen angeht, auch wenn die Zahlungshöhe dort längst nicht so bekannt ist. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, in welchem Ausmaß das Ganze dann auch tatsächlich passieren soll. Ishiba, das ist jemand, der so ein bisschen unter der Decke, zumindest mal für Europäer sowieso, läuft. Der ist ebenfalls dann noch im Gespräch. Sowohl Kono als auch Ishiba haben noch nicht ihre Kandidatur angekündigt, wollen es aber wohl noch bis Ende der Woche tun, zumindest mal Kono. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und vielleicht kann das einen Dämpfer eben auch für den japanischen Markt geben. Der allerdings mit dieser starken Aufwärtsbewegung, wunderschöner Schub nach oben, ich bin jetzt gerade nicht am Chart, ihr seht das, wunderschöne Schubbewegung nach oben, bisschen wackelig runter, danach richtig toll nach oben, Trendkanal ausgebrochen, letzte Zwischenhoch ausgebrochen nach oben, schaut euch das selber mal an im Chart. Dann seht ihr, Mensch, das sind die besten Voraussetzungen eigentlich, um den nächsten Bullenmarkt loszutreten. Wir werden jetzt sehen, ob Ende des Monats dann bei der internen Wahl hier zum Vorsitzenden, welche Wahl da getroffen wird. Das könnte den ersten kleinen Dämpfer vielleicht mit sich bringen. Vielleicht ist das dann die Zeit für eine sinnvolle Korrektur. Ich weiß, die Fundamentalisten, die brauchen ja immer eine Rückendeckung sozusagen von der tatsächlichen Situation. Das wäre dann durchaus gar nicht so unpassend, wenn das passieren würde. Und dann werden wir sehen, ob es dann nicht im Nachgang, wenn es wirklich korrektiv nach unten geht, sogar nochmal ein Schub nach oben geht. So, jetzt haben wir viel über die Asiaten gesprochen. Der Nikkei natürlich super spannend aktuell. Was ist jetzt mit dem DAX? Naja, der DAX, ich vermute mal, dass vor der Umstellung zum DAX 40 da, sagen wir mal, nicht so wirklich viel. Das ist am 20. September, also ein paar Tage sind es noch hin, so richtig viel. Vielleicht liege ich völlig falsch, aber meine Erwartungshaltung ist, es wird sich keiner so richtig da aus dem aus der Deckung trauen, zumal ja auch eher Geld abfließen muss aus den DAX 30 Titeln, um dann eben die neuen 10 zusätzlichen zu kaufen. Also ich gehe mal davon aus, das, was sich aktuell eben abzeichnet, dass der Markt einfach keine große Lust hat, nach oben sich durchzusetzen oder nochmal zu powern, dass sich das wohl noch ein paar Tage fortsetzt. Ich weiß es natürlich auch nicht. Logisch wäre es sicherlich nachvollziehbar. Und das aktuelle Marktverhalten oder Käuferverhalten scheint das ja auch deutlich zu unterstützen oder zu unterschreiben. So, Amerika, na, die hatten gestern Pause, deshalb auch heute jetzt kein
Chartbeitrag. In dem Sinne, es hat sich ja nicht wirklich was ergeben. Das bisschen, was ich gestern eben getan hat, dürfen wir sicherlich ausbuchen unter unrelevant, weil einfach zu wenig Marktteilnehmer da sind. Die großen Instis in Amerika sind natürlich nicht da gewesen. Und es ist immer so, dass wenn die nicht da sind, dann kommt natürlich auch der Rest der Welt schnell zu dem Gedanken, oh, dann mache ich an dem doch auch frei. Also wenig Bestimmtheit, was die Aussagen angeht. Und deshalb nicht wirklich verwertbar. Wir werden sehen, was der Markt heute jetzt bringt. Zumindest mal beim Dow Jones ist es ja einigermaßen verhalten und auch eigentlich Nasdaq und auch der S&P 500 hätten eine gewisse Pause zumindest mal verdient. Bleibt das in den typischen Ausmaßen? Denkt an Fibonacci. Probiert es mal selber aus bis zu meinem nächsten Chartbeitrag. Wäre alles noch safe, wenn es wackelig ungefähr bis zur 38er Marke runtergeht. Soweit mal meine Ideen jetzt von hier, von unterwegs. Ich hoffe, dass ihr einen wunderbaren Handelstag habt. Ich werde mich gleich natürlich auch wieder an den Chart begeben. Aber für euch jetzt schon mal vorab diese kleine Nachricht. Und wir sehen uns dann bei bester Gelegenheit hoffentlich. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage liebe Grüße.